Ja, Käffchen steht bereit, ist genau genommen schon fast alle. Kann's losgehen. Dann renovieren wir mal schön ein bisschen weiter heute. Den ganzen Vormittag heute schon Sims 4 gespielt. Jetzt House Flipper. Ja. Bisschen Abwechslung. Vom Häuser bauen zum Häuser bauen. Ja. Man muss ja mal ein bisschen mal was anderes machen. Ja, aus und was draußen. Ich weiß. Aus ein paar zwei. So, waren wir den letzten Sonntag stehen geblieben. Fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Seit dem letzten Sonntag. Irgendwie, ja, die letzte Woche hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Dafür wird sich nächste Woche anfühlen wie ein Tag. Ich habe kommende Woche Urlaub. Das ist ja, ich weiß es ja. Ich kenne es ja schon. Urlaubswochen sind immer gefühlt 2 Minuten, einmal kurz geblinzelt schon. Schon geht's wieder los. Und wir haben hier wieder Aufträge. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Aufträge hier an. Womit wollen wir heute anfangen? Mit dem Kitschhaus. Wie wär's denn damit? Betreff Kitschhaus. Hey, meine alte Tante ist im Hospiz gelandet. Ich glaube, das sollte ich weniger bei gestern vorlesen. Und wird es sicherlich nicht so schnell verlassen. Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Ich würde gerne etwas Neues bauen, habe aber kein Geld. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter, die ein schwieriges Leben unter sich hat. Also fast wie bei mir. Hihihihihi. Doppelpunkt, Klammer zu. Schmeiß alle blöden Schränke raus und stelle normale Möbel rein. Die Bilder an den Wänden kannst du auch entfernen. Mach einfach was draus, denn im Moment sieht es einfach fürchterlich aus. Es sollte schick und stilvoll sein. Bis bald. Nehmen wir an den Auftrag, würde ich sagen, oder? Bereiten wir die Übernahme des Hauses vor. Wenn die Eile des Todes, dann kann man das Haus schon übernehmen. ja, es ist in gewisser Weise so. Sie zieht schon in das Haus ein, wo die Mutter im Hospiz liegt. In der Sterbevorbereitung. Finde ich ein bisschen makaber, aber okay. Ich meine, wir sind nicht hier, über Kundensachen zu urteilen. Wir sollen es nur umsetzen. Fotorathaus, für das Esszimmer, Vase, schwarze Sprossen, Sessel, Archiv, Foto, Wien, Bild, Wasserfall im Wald, klassischer Kaffeetisch, klassischer Teppich, Rot. Und noch viel mehr. Okay. Also sind die Gegenstände, die wir verkaufen sollen. Das ist ja schade. Das war nicht das Foto vom Rathaus. Okay. Aber die sollen auch verkaufen.
Kommode fürs Esszimmer. Vase schwarz. Sessel. Wasserfall, ich räume alles. Das ist Kaffeetisch. Versuch mal mit der Reihenfolge. Das ist Teppichrot. Bild vom Wasserfall. Vase blau. Vase grün, Schlangenhaut. Vase Magenta. Vase blaue Flasche. Das ist schon TV-Schrank. Ohne TV drauf. Couch. An Ohren und Räume, okay. Zerstöre die Wände. Hurra. Da findet Kloppen. Hol den Hammer raus. Die Menschenwände eingerissen. Fantastisch. Solche Leute. Leute gibt's. Und ich habe gekühlt und schon über die Vermächtnisse hergemacht. Ach so, hier oben ist noch ziemlich was. Okay. Die Tür muss wahrscheinlich auch weg. Da soll noch eine Wand weg. Die Wand soll weg. Okay, wait, da hinten geht's weiter. Also hier geht's noch ins Schlafzimmer. Die Wand hier. Und erstmal die Fotos verkaufen. Vitrine Marie. Ignoff. Schön der Anfolge nach. Gut und grüner Weg. Das war genau der falsche. Und hier sind die Fotos. Esstisch, Couch. Schön ist, wir dürfen dann wahrscheinlich wieder neu einräumen. Wenn wir zerkloppen. Auch das Regal soll bleiben. Interessant. So.
weg, da weg, da weg, da weg. Weg mit dir, Mauer. Meine Wand. Die Wand muss weg. Hier noch. Ich glaube, das ist schon die Wand, die sollte nicht. Oh, holla. Muss so eine pflanzen. Ist noch Mauer. Mach Platz. Ja. So, Zimmer für Bruce und Gate. Wie, achso, hier war eine Tür drin. Wird gefragt, wie ist sie reingekommen? Halt die Oma. Okay, Sessel verkaufen. Das Bett. Okay, Lichtschalter. Nur so ist nicht. Das Bild aber. Okay. Hier ist auch noch Gegenstände. Ach, das können wir auch noch machen. Ah, Gegenstände kaufen haben wir jetzt. Das war hier. Erstmal streichen, würde ich sagen, bevor wir Gegenstände reinstellen. So. Lichtschalter könnte dann zum Beispiel hier. Verblichene Zitrone. Na, fantastisch. Okay. Das ganze Zimmer hier. Das soll gelb werden. Gut, dass die Farbe so gut überdeckt. Normalerweise müsstest du da mehrfach drüber grundieren und so weiter. So ein grünes, dunkelgrünes Muster zu hellgelb kriegst. Da braucht es ein paar mehr Schritte. Okay.
Okay, Farbe auftanken. Ach so, Farbe. Ja, wir müssen auch hier. Ich brauche nicht weiße Farbe für die Decke. Ein kleiner Eimer weiße Farbe stellen. Ich hoffe, das wird nicht auf. Das hatte ich gehofft. Nicht, dass das noch ein falscher Farbton wäre. Okay, hinter der Heizung müssen wir noch. Und hier natürlich. So haben wir doch schon mal einen großen Teil des Raums, 52% laut der Anzeige. So, ich streiche den ganzen Tag. So, machen wir hier weiter. Sieht zwar an sich langweilig, das Gestreiche hier, aber muss auch gemacht werden, bevor wir wieder einrichten können. Nein, nicht die Decke. Na dann weiter. Mit der Heizung. Okay. Unterscheidet sich ja nicht mehr wirklich von der Hintergrundtapete. Aber immer noch gut genug, um es zu sehen. Okay.
Okay, einmal Farbe. Okay, das haben wir abgeschlossen. Doppelbitzmoor. Hier haben wir es. Das Rot-Gold passt natürlich nicht sehr schlecht jetzt hier in das Zimmer rein. Sag heute verdammt oft, ja. Im Kellerregal. Ist das dieses vom Möbelhaus? Ja, genau das vom. Aus XY. Jetzt stellen wir es hier hin. Nachttisch, Eckschreibtisch. Okay, Eckschreibtisch. Das mal hier in die Ecke stellen, wenn es geht oder auch nicht. Und direkt hier neben dem Hundeschrank. So jetzt wenn die Horizont nicht egal. So, nehmen wir den Tisch. Ein Bürostuhl, das wäre schon wichtig. So, haben wir das. Taschenlampe wollte ich nicht unbedingt anmachen. Nachttisch links. Okay. Streich die Wand mit Farben. Deswegen ist jetzt alles okay. Gut. Streiche mit den Farben Mandarinen, Orange und Weiß.
Okay, in Orange und Weiß Streifen. Gibt's Streifen. Ja. Ja. Ich bin auch gerade wirklich, ich muss zugeben, ich bin wirklich. Aus irgendeinem Grund bin ich müde, ich weiß auch nicht, ich bin nicht einfach nur am Kränkeln. Ist. Ja, da wird's nachts im Spiel. Oh nein, wieder was überstrichen. Ich muss aufpassen. So, hier einmal. Sinn. Okay. Gestrichen haben wir jetzt 17%. Okay. Die geht's noch weiter. Lolli-Lustiger. Im Aufenthaltszimmer. Ja, sieht ja seltsam aus. Machen wir das mal so.
Okay. Gut, ich würde mal sagen, ich mache eine kleine, aber bescheidene Streampause, weil ich weiß auch nicht, ich werde krank. Ich bin hier echt am Rumhängen. Ich habe mal eine Viertelstunde Pause und dann alle mal auf Toilette, alle mal Kaffee machen und bis gleich.
So. Inzwischen ist es wieder Tag geworden im Spiel. Machen wir das Haus weiter hässlich. Sieht so weiter aus, weniger kitschig als das vorher von der Mutter war. Bestimmt, ganz bestimmt. Die Streiche mit den Farben Mandarinen, Orange und Weiß. Ich meine, das ist. Wie gesagt, das habe ich gemacht. Die Decke war auch schon weiß. Okay, da haben wir was übermalert. Bin schon dann richtig. Aber gut, dass sich die Farbtöpfe nicht vermischen. Mal mit einem orangenen Pinsel in das Weiß, in den weißen Topf geht. Dass es da keine orangene Mischung gibt. Den hellorange. Die Decke auch noch streichen. Hier. Haben wir auch noch einen Fleck übersehen. Ich muss gerade noch ein kleines Mintbonbon, falls man das ein bisschen hört. So. Ich habe noch irgendwo was übersehen.
Irgendwo habe ich noch ein Fleckchen übersehen. Das kann aber keine Wand mehr sein, das muss irgendwo. Aha, hier genau. Na dann kaufen wir mal Sachen ein. Kücheninsel mit Spülbecken. Orange gibt es das leider nicht. Und Pastellrosa. Die Kücheninsel kommt doch hier hin, oder? Ne, genau andersrum. Okay, Kücheninsel mit Herdplatte. Müssen wir noch anordnen. Glaube, so ist das gemeint. Dann hier stehen wir. Ja, bestimmt. Ich habe keinen Plan. Vielleicht noch eher. Ein Barhocker. Ich glaube, das muss hier ran. Kühlschrank Japan. Okay, wo kommt der hin? Hier hin? Da, wo keiner reinkommt. Sehr schön. Okay, ein Sofa. Perfekt.
passend zur Wand in Weiß. So, TV-Schrank. Sieben kein TV steht. Sieht ja was gut aus. Drahtzähne. Okay, da guckt man sich jetzt die Blumentöpfe an. Statt Fernsehen zu gucken. Wunderbar sieht's aus. Hier kommt man auch kaum mehr rein. Sehr gut. Hat schon jemand im Brunnen einen Keller aufgestellt? Einen kleinen Brunnen aufgestellt. Brunnen, ein Keller, okay. Na dann, wenn wir mal diesen Auftrag machen, wir noch ein schönes Andenkenfoto. Ist das nicht hübsch? Ja, die Antwort ist ja. Ja, es ist nicht hübsch. Und dafür mal 15.000 Euro gekriegt. Nice. Jetzt könnten wir mal die Wände von dem Büro hier mal neu malern. Was für eine Farbe, wenn man dafür nehmen. Und Tapeten. Wäre eher für eine Farbe. Und wie sieht ein dezentes Lila aus? Einfach mal die größte. Dann was die ausprobieren sollen, gleich einsetzen. Okay, passt zum Stuhl. Besser als das hässliche Weiß. Sieht auf jeden Fall schon mal hochwertiger aus. Der Spind muss auch gemalert werden. Eine bessere Außentür wäre auch mal nötig. Und nicht auf die Waffen pinseln. Das ist für den Notfall, falls ein Zombie-Apokalypse passiert, dass man vorbereitet.
Dschungel. Schön das Sofa nicht abkleben. Und das ist doch ein freundlicher Violettton, oder? Ist doch hell und sonnig. Ein warmes Violett. Warm, ja. Lila wäre falsch. Lila ist ein anderer Ton. Ich brauche mal ein bisschen Weiß. Nur ein bisschen. Die Decke kann gerne weiß bleiben. Okay, malen wir mal. Ich bin das bewusst fertig. Nachdem wir schon Übungen von der Aufgabe sind. Ich pflanze den Feder übermalen. Die Feder. Das kleine Deckel kann weiß bleiben. Sieht doch fantastisch aus. Das war kein erstmal so bleiben, das können wir aber dann später noch verändern. Survival. So, das ist auch interessant. So, Türen, wie sieht es damit aus? Hübsche Außentür. Ist doch wurscht. Ja, schon viel hübscher. Und draußen sollten wir mal auch das Aussehen dritte ein bisschen aufputschen. Das war auch irgendwann mal angebracht. Ja.
haben wir das Haus außen. Umändern. Also bei Kanälen, ja. Wand fließen. Natursteinwand, genau das. Ein bisschen steiniger. Okay, stimmt, ist noch nicht verfügbar, da müssen wir noch ein paar Aufträge annehmen, um die dann zu können. So. Oh, ein Wohnbunker, da will jemand einen geheimen Pornokeller haben. Ah, interessant. Ein Darkroom. Letzte Woche hat meine teuerste und wundervolle Frau beschlossen, dass meine Schwiegermutter bei uns einzieht. Ich habe beschlossen, dass für die geliebte Schwiegermutter eine kalte Konstruktion aus Metall am besten sein wird. Am besten noch unter der Erde. Kurz gesagt, ich möchte sie im Bunker unterbringen. Das alles ist natürlich nur zu ihrer Sicherheit. Wie sollte es auch anders sein? Damit es aber auch dazu kommt, muss sie ein Minimum zum Leben haben. Ein Bett, ein Badezimmer, eine Küche. Und wenn ich Minimum sage, dann meine ich das auch. Betreibe nicht, es muss nicht besonders gemütlich werden. Ich hoffe nämlich, dass sie nicht lange bleiben möchte. Es wäre gut, wenn es dort auch einige Sachen geben würde, um eine Katastrophe zu überstehen. So könnte ich meine Frau eher davon überzeugen, dass es um die Sicherheit ihrer Mutter geht. Unterschrieben von einem, der auf den Auszug der Schwiegermutter wartet. Das ist gut, dann lernen wir mal, wie wir einen Bunker stellen können. Und der Waffe kann ich meine Familie nicht verteidigen. Ah, willkommen in den USA. Bauen wir das innen ein oder das bauen wir auch eher außen ein? So, wie bunkern wir jetzt? Aha. Hier ist schon das. Es gibt schon einen Bunker. Muss noch aufgefrischt werden. Ja. Ist ja Amerika. Ist nicht Deutschland, dass es überhaupt keinen Bunker gibt, in die man um Not verhindern könnte. Hier ist aber ein Saustall. Die haben schon mal irgendwie eine Krise überlebt oder nicht. Was haben wir hier? Die haben ihre Kartons. Ja.
Reinige Verschmutzung. Ich meine, der Müll sieht hier auch so aus, als wäre noch mehr Müll hier, aber. Ach so, meine Glasscherben, Kakerlaken. Natürlich sind Kakerlaken hier. Okay, Verschmutzung reinigen. Geht's wieder hoch? Aha. Ist das so klug, zwei Eingänge zu haben? In dem Bunker. Jetzt bin ich unten erstmal sicher. So, Verschmutzung, hier ist eine Verschmutzung. Die Sachen ja alle. Das ist unmoralisch. Okay, können wir die dann wenigstens alle wieder einsortieren? Sortiere das mal halbwegs ein bisschen. Damit man im Notfall vielleicht weiß, wo was liegt. Gut, das scheint hier Reis oder Nudeln zu sein, die wir hier haben. Das noch runter hier. Dosen sortieren. Wenn ich nicht muss, ich sortiere trotzdem mal. Ding rein.
So, da ist doch hier zu uns in dem Bereich etwas sauberer. Hier ist gerade Reis. Jetzt haben wir einige Verschmutzungen, das müssen wir noch immer noch, vielleicht müssen wir noch weiter aufräumen. Vielleicht entdecken wir dann irgendwelche Verschmutzungen mit dem ganzen Müll. Okay, ich würde mal sagen, ganz kurz, bin gleich wieder da. Muss mal kurz was holen. Bleibt dran. Mir mal eine kleine Wachhaltemaßnahme besorgt, um mich den Stream hier überleben lässt. Kleines Wachhaltemittel. Mit die mir auf Instagram folgen, die wissen, was ich trinke. Was ist das? Protein im Eimer oder? Sieht aus wie dieses Proteinpulverzeugs. Was gewisse Leute immer gerne schlucken. Ordnung hier herstellen, auch wenn ich hier gezwungen bin, halbwegs unordentlich einzuräumen. Stellplatz für das Zeug. Das hätten wir gleich.
ihn damit. Und somit. Gegenstand kaufen, neuen. Aha. Verschmutzung haben wir immer noch nicht alle gereinigt. Ihr seht da was, was ich nicht sehe. Das Spiel sieht was, was ich nicht sehe. Gut, dann gucken wir mal die Sachen, die wir kaufen sollen. Stromturbine. 888 Dollar. Nee, Euro. Eine Toilette. Achso, wenn wir da die Toilette draus machen. Stellen wir die Stromturbine hier hin. Machen wir hier eine Toilette draus. Toilette. Meine kleine Feuchtezelle draus. Ja, Waschbecken. Die war doch da. Ich mache die Dusche. Hier hin. Die Duschkabine wird überbewertet. Toilette und Waschbecken. Toilette und Waschbecken haben wir schon. Und was haben wir hier? Da müssen wir erstmal montieren.
erstmal benutzen. Ein Waschbecken. Nehmen wir dies hier. Waschbeckenmontage. Hier wieder jung. Okay, das war's, oder? Ne, hier. Wir müssen noch Sachen im Stromturbine. Die müssen wir irgendwo anschließen. Und dann verstehen lassen hier. In diesem Raum. Kühlschrank mit Spielbecken. Alles hier rein. Aber wie ist das dann nutzbar? Kann man nicht anschließen. Das ist so Schrank mit hängenden Regalen. Ein Etagenbett. Das kommt hier. Ein Kochfeld. Ein Tisch. Den Stuhl. Ja, Verschmutzung, Verschmutzung. Na dann betten wir mal den Auftrag für 10.000 Euro. Jung.
Wir müssen noch mal ran, wir müssen noch mal streichen. Lizenzlina war das. Auch mal ein Update. Ich würde sagen, Aufträge und so. Und wenn noch was Nützliches. Es werden immer mehr sogar. Es ist wieder Weihnachten. Bezweiflich. Es ist erst Mitte Oktober. Ja, Amarant, rote Wände. Zweites Bad, Badezimmer und Werkstatt. Bitte räumen Sie das Haus auf. Haus zur Renovierung, Haus streichen. Auftrag zum Aufräumen der Garage. Ich würde mal sagen, Weihnachts. Können wir dann im nächsten Stream machen, der nicht nächste Woche ist. Nächste Woche ist Halloween-Woche, aber dann in der ja schon der ersten Novemberwoche. Hausaufräumen klingt interessant. Nach einem leichten. Und räumen Sie das Haus auf. Hallo, vor einigen Tagen habe ich ein Haus für einen guten Preis erworben. Die Höhe des Preises hatte zwei Gründe. Über viele Monate wollte niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ein ungebetener Gast dort einzog. Es handelt sich um einen Gentleman, der sich unbemerkt einschlich und dort über Tage lang lebte, bis er von der Polizei aus aufgegabelt wurde. Der Herr veranstaltete in diesem Haus einen solchen Saustall, während seiner kurzen Zeit kaum zu glauben. Überall Müll auf dem Boden, Pakete und Zeitungen, undefinierbare Substanzen auf dem Parkett und Parkett, und scheint, als ob auch der Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte. Als Person, die vor solchen Zuständen zurückschreckt, bitte ich Sie, die Wohnung aufzuräumen und zu entrüppeln. Ich bitte auch, die Probleme mit der Elektrizität zu beheben. Und von den Grüßen, Robert Mandel. Nehmen wir an, Elektrizität, weiß nicht, ob wir das schon können. Aber ja, mal schauen. Hier kommen wieder Glassplitter vor. Ich zum Glück jetzt die Kakerlaken habe ich zum Glück als Glassplitter umgestellt. Das könnte ich sonst nicht. Da habe ich übler. Über die Ängste vor. Beecke ich mich hier zu Tode. Mit so weiße Glasscherben sind das nicht irgendwo. Lässt sich durch die Wand. Da sollte man mal in den Keller gehen. Hurra. Thank you.
wir sind also auch Elektriker. Geht der Strom wieder? Es wird nämlich dunkel. Ah ja. Um den Trick zu sehen, müsste ich mal ein bisschen Licht haben. Wie das alles wieder blitzblank sauber ist, nachdem wir mit einem Mob-Job gemischt haben. Aha, hier. Die Glasscherben. Und gleich am Eingang. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, die einzusaugen. Verzeihung. Verzeihung. Der Genoss hat genossen. Alter Spruch. Wird irgendwann langweilig. Ich hoffe, hier fliegen im Spiel dann keine Viecher rein, wenn wir das Fenster offen haben. Dann nicht. Da kriegst du mich auch mit. So, sauge die Glasscherben auf. Jetzt darfst du es nicht mal mehr sagen. Was das eigentlich ist. Ich glaube, hier im Keller waren welche. Sie sind gerade keine. So, sauber machen. Scheinbar hier irgendwo. Ein bisschen Licht würde helfen. Wo ist hier noch Mutz? Ah, hier. Da sind noch irgendwo Glasscherben.
hier. Sind ein bisschen unscheiniger als sehen würden. Hier muss es aber noch irgendwas geben. So, hier. So, die Verschmutzung reinigen. So. So, die Fenster mal wieder zum machen, dass man da durchgucken kann. Fenster säubern. Platz. Hier sind angeblich noch Glasscherben. Das ist absolut keine. Keine Einzige. Kinder putzen, die putzen. Ist wieder jemand irgendwo hingeschissen. So wie es hier aussieht, ein Zimmer nicht renovieren muss. Ja, so Fenster putzen. Ja, Bett machen sie aber nicht. Machen wir aber. Ja. Ich mache
Was sollen wir hier reparieren? Was ist? Was sind Glasscheiben? Auftrag beenden. So, Haus streichen haben wir heute schon mal gemacht. Auftrag zum Aufräumen der Garage. Muss zur Renovierung. Hallo, nach dem Tod meiner geliebten Frau habe ich unser altes Haus verkauft. Es waren dazu viele Erinnerungen, an denen ich hing. Deswegen habe ich ein neues gekauft. Es müsste renoviert werden. Erst einmal muss man aufräumen, dann die Heizkörper anbringen. Ich habe keine Kraft mehr und möchte so schnell wie möglich aus dem alten Haus rausziehen. Das Leben dort ist zu schmerzvoll für mich. Doch um auszuziehen, müsste das neue Haus fertig sein. Zusammen mit mir werden beiden Töchter dort leben. Streichen Sie bitte die Wände hier in Ihren Zimmern mit hellblauer Farbe. Das ist Ihre Lieblingsfarbe. Ah, die Farbe für Weiblichkeit, hellblau. Machen wir. Erstmal aufkommen hier. Fluch schon überstanden. So notwendig ist das doch gar nicht. Die letzte Bude, die war unordentlicher. Da habe ich ja schon viel Schlimmeres gesehen im Spiel. Fenster reinigen. Das geht ja hier alles noch. Das sieht schon dreckig aus, aber... So, was gibt's hier? Müll. Ich würde Fenster reinigen. Geräte montieren und die Wände streichen. Zuerst mal streichen. Da brauche ich mal eine Farbe für. Schneefries Blau.
Agent. Gewände blau. Solange es hier nicht. Solange nicht die Bewohner blau sind. Na toll. Nein, fertig nichts. Punkt. Ja, okay, ihr könnt vielleicht mal noch einen Pinsel bekommen oder so. Bin gar nicht sehr früh. Die Punkte sind tatsächlich nicht übel. Schnelle Aufträge. Aha, Preis von hier. Wir haben ja fast alles schon. Weniger Verbrauch von Farbe, das ist gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger hier, um diese Wände zu bemalen. So, mach's gleich. So. Okay, 95%. Ach, wir müssen diese Scheißkanten hier auch noch. Das auch noch irgendwie hinkriegen. So. Stellen wir den Elmer hier hin. Okay, das hätten wir. Und dann gehen wir mal shoppen. Heizung.
mehr kaufen, Bett. Bett, Computer, Tisch, Bürostuhl. Okay. Das passt doch hier zur Stellung des Raumes. Computertisch. Das ist mal kleiner. Okay. Schrank, Buffett. Den können wir neben dem Bett. Das Nachttisch. Oder so. Am Fuß des Bettes. Das Wohnzimmer und das Esszimmer so machen. Oh nein, ich kann mir irgendwie nicht helfen, das ist alt heute. Wird anders. Anders blöd. Und die Wohnung, da waren wir doch schon mal, oder nicht? Das kommt mir relativ bekannt vor. Gerade dieser Raum. Das hatten wir doch schon mal. Ich hab gerade ein kleines Déjà-vu. Und wie nennt man das hier? Etwas, sich an etwas ändern, das man noch nicht erlebt hat. Oder vielleicht schon. Und wir durchziehen. Fallen diese unsichtbaren Sachen in der Heizung. So, den Kumpel mal.
sowieso nur einmal aufstellen. Okay, die Heizung. Heizung. Hiermit wären wir fertig. Jo, fast rein. Verschmutzung, wo sind die Verschmutzungen? No, ja. Die Verschmutzung finde ich keine. Hinterm Sofa. Nö, haben wir eigentlich schon alles. Ja. Super, wieder richtig platzieren. Das ist die wahre Kunst. Ja, das Ganze noch, wird noch besser umstellen. Okay, Martino, vielleicht erstmal Geräte. Und dann schauen wir weiter, wo die noch. Schmutz ist. So, Heizung montieren. Ich meine, das in dem Raum. Was für Verschmutzung. Reinige die Verschmutzung. Ach du große Gott, hier geht's gleich weiter. So. Und kurz im Bad so viel los. Ich
Okay. Kunsttraining. Das Zimmer haben wir, das Zimmer hatten wir auch schon. Es hört nicht auf. Und jetzt haben wir das Gebäude hier noch. So sauber wischen. Wischen ist possible. Aha, hier wollen wir reingekommen. Gut, ich habe heute nicht mit Konzentration. Sie ist auch gar nicht mehr, dass das Teil irgendwie. Da jetzt noch Sachen sehe. Beenden wir diesen Auftrag. Können wir diesen Auftrag beenden? Nicht abschließen, aber unterbrechen oder beenden. Zum Abschluss noch was Leichtes. Das war das Badezimmer, ist jetzt nicht so unbedingt. Okay, das ist ja ein bisschen maler noch. Ich würde gern in dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Ich hätte gerne einen Teil der Wände amarantrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, hätte ich fast vergessen. Können Sie auch die kaputten Steckdosen reparieren? Ich weiß nicht, ob ich kann. Kann ich? Wir werden sehen. Wände färben. Okay, welches Zimmer ist das, was gefärbt werden soll? Das hier scheinbar. Striche mit Rot und Grau. Okay. Mach mal die Wände gut.
Meine Route ist ein ziemlich aggressive Farbe. Weiß nicht, ob man sein Wohnzimmer damit mit anmalen sollte, aber okay. Und dazu noch das Grau. Das kann ja was werden. Nee, nicht die Decke. Ah, graue Decke. Sehr schön. Auf den Kopf fällt. So, hier die Wand, Wände grau. So, hier die. Ah, der wirkt darum gleich viel kleiner. Ja, viel, viel niedriger. Eine dicke, dunkle Schwarz grau ist. Und viel erdrückender. Die Wand brauchen wir noch. Sie muss zu Ende rot. Jetzt keine Scheiße bauen mit Farben unter die Grauwand rüber. Ritzeln. Sorry, das würde so vielleicht ein bisschen mehr schweigsam bin als üblich. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus, wenn die Decke noch heller wäre. Das sieht schon scheiße aus, aber nicht so scheiße. Okay. Können wir die Decke noch ein bisschen anders entfernen?
Ein weißerer Ton. Damit es nicht so bedrückend ist. Es ist noch nicht weiß, aber es muss ein heller Grauton. Konzentriertes dicke Streichen. Oh, ein Fertigkeitspunkt. Ein Deck ist mir so nicht mehr so beeindruckend und eigentlich so niedrig mit tief. Heute haben wir das Malern perfektioniert. Repariere Steckdose. Nicht nur Steckdose. Das wird er bestimmt anfassen, während es nicht an ist. Das ist eine gute Idee. Ach, okay. Ich dachte fast, ich hätte die Kabel falsch angeschlossen. Hat sie geklappt. Wo ist die zweite? Hier ist eine. Steckdose 1 von 2. Was auch immer. Auf der Bänden 1000. Naja, immerhin 75%. Ich werde nachlässig. Und genau deswegen sollten wir das heute mal an der Stelle beenden. Ja, vielleicht heute ein bisschen kürzer als gewöhnlich. Aber ja, so schon 21:30 gleich. Finde ich gut, dass der Laptop hier das echte Datum ist, die echte Uhrzeit anzeigt. Juti, na dann. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Sorry, dass es heute so neben der Spur war. Auf YouTube, weil ich das wahrscheinlich auch wieder auf Stream-Aufzeichnung auf YouTube hochladen werde. Auf YouTube drücke ich nach oben. Sollte es euch trotzdem irgendwie gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich
Schaut auf Twitch vorbei. Da streame ich das momentan jeden Sonntag live. Also außer nächsten Sonntag. Da kommt was anderes. Gar nichts. Am Sonntag brauche ich eine Pause vom Pen and Paper. Gut, na dann.